Ach ja, mit der Fackel in der Hand nachts über eine tropische Insel latschen, das kennen Risen-Spieler. Das kennen sie aber garantiert nicht. In Risen 2 verlässt der namenlose Held des Vorgängers die Risen-Insel und erkundet eine an die Karibik angelehnte Piratenwelt. Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Logisch, dass dazu ein stattliches Piratenschiff gehört. Ebenfalls neu, in Risen 2 sind sie selten allein unterwegs. Zu den KI-Begleitern gehört auch die eingeborene Chani. Die knapp bekleidete Dame bringt dem Protagonisten die Voodoo-Magie bei, den Ersatz für das Runensystem aus Risen. Allerdings lässt sich Chani nur dazu überreden, wenn sie der Fraktion der Eingeborenen helfen und in deren Dorf diverse Aufgaben erfüllen. Alternativ können sie auch mit der aus Teil 1 bekannten Inquisition gemeinsame Sache machen. Deren Anhänger kennen sich nicht mit Voodoo aus, dürfen dafür aber Schusswaffen verwenden. Angehende Voodoo-Priester haben zwei Möglichkeiten, Magie zu wirken. Zum einen gibt es Zepter, die der Held wie eine Waffe in die Hand nimmt. Mit dem Zepter der Furcht etwa jagen sie diesen untoten Speerträgern Angst ein. Das Zepter der Macht eröffnet dagegen andere Einsatzmöglichkeiten. Wenn sie mit dem Stängel auf einen Gegner deuten, pausiert das Geschehen. Aus der Perspektive des Opfers wählen sie dann ein anderes Monster oder ein NPC aus, dem sie die verhexte Kreatur auf den Hals hetzen wollen. Anschließend gehen sich die beiden Figuren an die Kehle und sie schauen gemütlich zu. Neben den Zeptern existieren noch Voodoo-Puppen. Mit denen kontrollieren sie an vorgegebenen Stellen Personen. Oder sie verfluchen im Kampf Gegner, woraufhin deren Angriffswerte sinken. Nach dem Kampf steht wie in jedem Rollenspiel die Suche nach Schätzen an. In dem Sarkophag da hinten findet sich doch bestimmt etwas Hübsches für unsere Sammlung. Und tatsächlich, den dort versteckten Voodoo-Talisman können wir gut gebrauchen, denn er erhöht die Charakterwerte des Helden. Gefundene Gegenstände legen sie im verbesserten Inventar ab. Dieses ist mit Anziehpuppe und praktischer Vergleichsfunktion dem Rucksack aus Teil 1 um Lichtjahre voraus. Zumal es in Risen 2 mehr unterschiedliche Rüstungsteile gibt. Klar, dass sie Ausrüstung auch bei Händlern kaufen können. Dort finden sich auch Zutaten für die Herstellung von Voodoo-Puppen. Piranha-Bytes-Spiele sind für ihre organisch wirkenden Landschaften bekannt und Risen 2 macht da keine Ausnahme. Die prächtige Vegetation und schicke Beleuchtungseffekte lassen die Welt lebendig wirken. Die Umgebungen sehen sowohl bei Tag als auch bei Nacht spitze aus. Wie üblich wechselt nämlich die Tageszeit während des Spiels. Denk daran, du hast nur einen Versuch. Ich mach das schon. Viel Mühe haben sich die Entwickler auch bei den Dialogen gegeben, die besser animiert sind. Zudem soll Risen 2 häufig Zwischensequenzen nutzen, um Storywendungen dramatisch in Szene zu setzen. Ein Novum für ein Piranha-Bytes-Spiel. Wasser an Bord. Dann wird Sebastiano mal ein paar Takte mit Miguel reden. Die weibliche Bevölkerung von Risen wirkte aufgrund ihrer grotesken Körperform eher lächerlich als lasziv. Risen 2 kriegt die Anatomie der Frauen besser hin. Gesicht und Hände dieser Schankmagd wirkten aber noch sehr unfertig. Klingt ja schon mal ganz gut. Größer, schöner und mit einem frischen Szenario. Risen 2 Dark Waters macht den Eindruck, den tollen ersten Teil würdig fortzusetzen. Allerdings ist die Welt mit ihren Freibeutern, Voodoo-Priestern und Eingeborenen vor allem eines: Geschmackssache. Wer sich aber für Piraten begeistert, den erwartet allem Anschein nach wieder ein abwechslungsreiches Rollenspiel mit verzweigten Aufgaben.